Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN arbeitet zumeist sehr diskret. Geheimdienst eben. Jetzt wurde aber über eine Operation ganz öffentlich und mittels Eilt-Pressekonferenz an einem Sonntag berichtet. Drei Jugendliche sollen mutmaßlich ein Attentat auf die Regenbogenparade in Wien geplant haben. Kurz vor Beginn der Veranstaltung wurden sie verhaftet, mittlerweile übrigens wieder enthaftet. Der Direktor der DSN hat das zum Anlass genommen, weiterreichende Überwachungsbefugnisse für seine Behörde zu fordern. Das hat ihm allerdings viel Kritik eingebracht. Was dürfen Nachrichtendienste, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten? Und wie weit können diese Befugnisse im Rahmen der Verfassung erweitert werden? Markus Blecher berichtet. Ausgelassene Stimmung bei der Wiener Regenbogenparade vergangene Woche. Die Besucherinnen und Besucher ahnen nicht, dass kurz vor Beginn der Veranstaltung drei junge Männer mit mutmaßlichen Anschlagsplänen festgenommen worden sind. Am Sonntag klären der Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienst und der Wiener Polizeipräsident über die Hintergründe dieses Ermittlungserfolgs auf. Hajavi Pirchner nutzt die Gelegenheit, um politische Forderungen nach weiteren Überwachungsmöglichkeiten zu stellen. Die aktuellen technischen Befugnisse ermöglichen es nicht, dorthin zu sehen, wo genau solche Gefährderinnen und Gefährder Informationen austauschen. Und es ist uns daher oftmals nicht möglich, eine Einschätzung der möglichen Bedrohungslage vorzunehmen. Von Innenminister Karner kommt kurz darauf Rückendeckung. Denn wir sind ja nicht mehr modern und zeitgemäß. Wir können moderne Nachrichten, Messenger-Dienste, wie das heißt, nicht entsprechend überwachen. Daher bin ich als Innenminister froh darüber, dass es Teil des Regierungsprogrammes ist. Es geht hier nicht darum, Massenüberwachung zu finden. Im Gegenteil, es geht darum, diese einzelnen Gefährder, die es zweifelsohne gibt, und das hat das letzte Wochenende gezeigt, die aus dem Verkehr zu ziehen. Die gängigen Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal arbeiten mit Verschlüsselungen. Österreichische Ermittler haben, anders als in öffentlichen Foren, keinen direkten Zugriff, außer es wird ein Spionageprogramm auf den Geräten installiert. Unter der türkis-blauen Regierung wurde damals der sogenannte Bundestrojaner beschlossen, der eine Überwachung von Messenger-Diensten ermöglichen sollte. Allerdings nur bei konkreten Verdachtsfällen. Der Verfassungsgerichtshof hat darin aber einen gravierenden Eingriff in die Privatsphäre gesehen und das Gesetz gekippt. Daran hat sich bis heute, knapp 4 Jahre später, nichts geändert, meint der Experte. Es gibt de facto keine Möglichkeit, verschlüsselte Kommunikation, die Ende zu Ende verschlüsselt ist und am Weg nicht entschlüsselt werden kann, zu überwachen, außer indem man sich Zugang auf das Gerät verschafft. Wenn das unbeobachtet passieren soll, dann gibt es nur die Möglichkeit eines Bundestrojaners. Und das Problem hierbei ist, dass das gesamte Gerät unterwandert werden muss. Es kann nicht nur einzelne Kommunikation zwischen Personen ausgelesen werden oder auch gezielt Kommunikation, die strafrechtlich relevant ist. Das gesamte Gerät muss zugänglich gemacht werden mit allen Bildern, mit allen Kommunikationen, die auf dem Gerät stattfinden. Das ist ähnlich wirklich wie eine massive Hausdurchsuchung. Auch die SPÖ sieht keine Gründe für eine Befugniserweiterung. Es müsse mehr in die Behörde investiert werden. Der Verfassungsgerichtshof hat schon im Jahr 2019 klar entschieden, dass im Fall von Staatstrojanern die Grund- und Freiheitsrechte, die Privatsphäre höherwertig sind als die Ermittlungsinteressen. Und das ist auch meine Meinung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die ÖVP scheinbar, um politisches Kleingeld zu wechseln, alle halben Jahre einmal so ein Thema wieder beginnt. Also das macht wenig Sinn. Gescheit wäre es, wenn man mehr in die Qualität geht bei den Ermittlungsergebnissen und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier arbeiten und noch bessere Arbeit leisten können und wahrscheinlich auch wollen. Die FPÖ hat gemeinsam mit der ÖVP damals den Bundestrojaner einführen wollen. Heute sprechen sie sich dagegen aus. Man kann auch Positionen überdenken, wenn man neue Erfahrungen macht. Und ich habe es angesprochen, die Corona-Krise hat uns hier gelehrt, was alles möglich ist. Und bei einer Behörde, die unter dem direkten Einfluss der ÖVP steht, wie das gesamte Innenministerium, bin ich äußerst skeptisch. Und man darf aber auch nicht vergessen, der Terroranschlag vom Allerseelentag des Jahres 2020, da waren alle Informationen da, ohne diese Maßnahmen, die jetzt der Innenminister Karner fordert und trotzdem aufgrund des eklatanten Versagens des BVD und des LVD ist es dann letztlich zu diesem Anschlag gekommen. Auch der grüne Koalitionspartner zeigt sich wenig begeistert. Man sagt immer, wenn man eine Nadel im Heuhaufen sucht, ist es nicht gut, den Heuhaufen noch größer zu machen.
Und darum geht es im Nachrichtendienst, die Informationen, die wichtigen von den unwichtigen zu unterscheiden, richtig einzuordnen und rasch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das scheint rund um die Regenbogenparade gelungen zu sein. Da bin ich sehr froh drum. Und das ist gelungen ohne besondere weitere Überwachungsbefugnisse. Der Sicherheitssprecher und Generalsekretär der ÖVP betont aber die Relevanz einer Anpassung an die modernen Kommunikationsformen. Es geht ja gar nicht darum, dass man mehr Datenmengen sammelt, sondern dass man gezielt nachvollziehen kann, wer hat mit wem in welcher Zeit Kontakt gehabt, allenfalls auch mitlesen kann, welche Informationen sind hier ausgetauscht worden. Also da sucht man nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern da wird der Heuhaufen sehr klein, wenn man ganz gezielt eine Nadel, die schon identifiziert ist, eben aufklärt. Ich habe da keine Bedenken, dass das eine schlechte Entwicklung wäre. Konkrete Pläne für ein neues Überwachungspaket liegen noch nicht am Tisch. Ein Vorschlag der ÖVP? Eine Schnittstelle nach der Verschlüsselung, wo man den Inhalt nicht mitlesen kann, aber weiß, wer hat mit wem Kontakt gehabt und welches Datenvolumen war da Gegenstand. Der Datenschutzexperte erwartet sich aber noch mehr Fingerspitzengefühl. Wir finden immer wieder in konkreten Fällen zusammen, wenn es darum geht, eine möglichst grundrechtskonforme Lösung dafür zu finden, im Anfangsverdacht auch gezielt gegen spezifische Täter vorgehen zu können. Das ist ja nichts, wogegen wir uns wehren. Aber hier wird wirklich versucht, die IT-Sicherheit und die Verschlüsselungsmöglichkeit der gesamten Bevölkerung aufzuweichen oder zu verhindern. Und das ist einfach ein zu massiver Grundrechtseingriff. Mittlerweile wurden die drei jugendlichen Terrorverdächtigen wegen ihres Alters unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Wie und ob sich die Überwachungsbefugnisse für Ermittlungen verändern werden, ist nicht absehbar. Eine Mehrheit, geschweige denn Verfassungsmehrheit für einen Bundestrojaner, zeichnet sich derzeit jedenfalls nicht ab.